Um einen nicht alltäglichen Verkehrsunfall geht es jetzt für Polizeikommissar Erik Stein und Polizeioberkommissar Paul Richter. Sie kommen gerade. Guten Tag. Meine letzte Rettung, ey. Was ist denn passiert? Ich muss zur Hochzeit und das Auto ist jetzt stehen geblieben. Ach, ey. Wir müssen wirklich ganz dringend. Sie heiratet jetzt. Ich hab's irgendwie versucht. Ich bin komplett vollgesaugt. Ich musste 5 Minuten da sein. Ich meine, so kann ich auch nicht als Trauzeugin eigentlich auftreten. Und ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Ja, dann können wir jetzt auch wahrscheinlich nicht klären, ne? Sie sind Braut und Sie sind Trauzeugin. Ja. Und ich muss zu meiner Hochzeit. Ich komme gleich. Wo ist denn die Hochzeit? Am Kleuler. Das ist 3 Minuten von hier. Ja, ich weiß, wo das ist. Freund und Helfer. Ja, Freund und Helfer. Ja, das ist schön. Nur, wir müssen. Also einer müsste beim Auto bleiben, weil wir einen Abschlepper dazuziehen würden. Weil Sie dürfen hier nicht auf Dauer stehen bleiben. Sie stehen hier auf so einem kleinen Bürgersteig, ne, und Sie machen hier die Einfahrt. Ja, aber sie ist meine Trauzeugin. Ich muss dabei sein. Können Sie denn so überhaupt mit? Ja, das ist egal. Wir sind das ist keine große Hochzeit. 15.30 Uhr für Arnold kommen. Ja, muss ich kurz 15.30 Uhr hört. Mal abklären. Also Sache ist die. Seid ihr frei? Wir müssen auf jeden Fall das Fahrzeug hier wegkriegen, ne? Wer ist denn Halter? Ich. Ja, wir sind jetzt gerade zum Halt gekommen. Und wer ist gefahren? Wir haben hier ein Schadfahrzeug festgestellt, sind gerade gebunden. Ich melde mich in 5 nochmal. Ich kann das habe ich mit. Da mache ich euch einen Einsatz. Sie stehen im Kreuzungsbereich. Ne? Also ich darf Sie hier so nicht stehen lassen. Also wir lassen das Fahrzeug jetzt abschleppen. Ich würde die, ich würde sie jetzt mitnehmen. Fahren wir die kurz rüber. Was sagst du? Also, was hast du auch gesagt, was wir machen? Ich habe gesagt, dass wir jetzt gerade hier ein Schadfahrzeug haben und dass wir hier erstmal in der Sachverhaltsklärung sind. Aber ich weiß nicht, ob wir die Damen mitnehmen können. Es ist doch auf dem Weg. Ich meine, Sie müssen wahrscheinlich eh die Straße machen. Sie ja, der Kollege bitte. Sagt das schon richtig. Ja, aber das ist aus versicherungstechnischen Gründen dürfen Sie natürlich nicht machen. Mit. Passen Sie auf. Für den Fall, dass wir jetzt einen Einsatz reinbekommen, dann müssen wir sie an Ort und Stelle rauslassen. Haben Sie den Schlüssel am Mann, den Fahrzeugschlüssel? Ja, den haben Sie einstecken. In eine Bredouille kommen dafür. Die beiden Damen in Not erregen das Mitleid der Polizisten. Noch ahnt niemand, dass die Hilfe der Beamten auch am Standesamt dringend benötigt wird. Wir entscheiden das jetzt. Sie steigen bei mir ein. Ach, das ist super lieb. Und dann fahren wir so den Gläuler Weg. Pass auf. Lass die vier drin, lass den Einsatz drin. Ja. Wir bringen die jetzt kurz rüber. Dann funken die uns jetzt eh nicht an. Dann machen wir das. Das ist doch scheiße. Ja. So, nehmen Sie Platz bitte. Anschnallen. Ja. Gut. Dann werden Sie jetzt mit polizeilicher Eskorte zu Ihrer Hochzeit gefahren. Nein. Ich weiß, du hast Bauchschmerzen jetzt. Ich hab da einen. Die 15.30 für Anna kommen. Nur wenige Minuten später wird klar, die Beamten haben mit ihrer Fahrt zum Standesamt nicht nur eine gute Tat vollbracht. Nachdem die Damen ausgestiegen sind, sind die Polizisten bereits wieder gefragt. Warum schreien wir jetzt herum? Ja, lass uns doch mal nachgucken. Arno 15.30, Arno zur Kenntnis. Machen wir uns mal eine eigene Tätigkeit auf am Standesamt Gläuler. Das Geschrei ist plötzlich verstummt. Den Grund für die beunruhigende Stille entdecken Erik Stein und Paul Richter im Trauzimmer. Die Standesbeamtin wurde offensichtlich brutal niedergeschlagen. Hallo. Guten Tag. Was ist los? Frau Hassan. Ich weiß, also. Alles okay? Ich weiß nicht. Was passiert? Können wir Ihnen aufhelfen? Hier kam diese hysterische Braut rein. Das tut mir so leid. Aufgebot wäre gestellt. Ich weiß von nichts. Können Sie aufstehen oder? Ja, ich versuch's mal. Soll ich Ihnen helfen? Ja, ganz. Vorsichtig ruhig. Ja, ja. Okay. Ich greife mal unter. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Das tut mir so leid. Geht das? Alles gut, ja. Schauen Sie sich mal an. Kurz. Ja, es ist gut. Wollen Sie sich mal abhocken oder hinsetzen so ein bisschen? Ja. Also was ist denn hier passiert? Die stand auf einmal hier im Türrahmen und wir haben es gerade schreien gehört. Ja, und wollte heiraten, aber ich habe kein Aufgebot, ist kein Termin gemacht worden, kein Björn. Also ich weiß von nichts, tut mir leid. Und die schlug auf mich so ein. Leid. Ich weiß gar nicht, was denn sie gerade gefahren ist. Ich habe keine Ahnung. Termin. Ich weiß von nichts. Sie sind die Standesbeamtin. Ich bin nicht da. Ulm, mein Name. Ja, Entschuldigung. Wir kamen halt an, genau, weil wir ja eben gedacht haben, dass der Bräutigam hier ist und der hätte auch alles angemeldet. Also sie hat da selber gar nichts von getan, das hat er alles machen wollen. Und jetzt kommen wir hier an und es tut mir so leid, aber mit einmal rastet sie komplett aus und schlägt mich zu Boden. Aber ich weiß von nichts. Also, und dann auf einmal ist sie weg. Während die Beamten versuchen, das Rätsel um die geplatzte Hochzeit zu lösen, kommt es plötzlich zum nächsten unerwarteten Zwischenfall. Hier piept irgendwas. Haben Sie einen Feuermelder irgendwo? Das ist ein Rauchmelder. So, dann kommt das her.
Hallo? Nein. Anna? Lass mich in Ruhe. Anna, was ist denn? Die Polizei ist wieder da. Machen Sie mal bitte die Tür auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist denn los, Hallo? Ja, er ist nicht hier. Wie? Ja. Und es wurde kein Termin gemacht. Brennt, niemand, ne? Weiß. Ja. Komm doch mal bitte raus. Was ist denn los da drin? Kaputt. Kommen Sie mal raus hier bitte. Oh, Anna, was? Kommen Sie mal raus hier bitte. Warte, ich mach mal Dingen aus. Eine Sekunde. Oh, was tust du denn? Ja, er ist doch nicht hier. Es ist ja kein Termin gemacht worden. So, bleiben Sie hier stehen. So. Wie haben Sie denn? Was haben Sie denn da verbrannt? Ja. Ein Foto von mir und ihm. Das, Komm, wir gehen mal zurück. Natürlich auch den Rauch. Lassen Sie das mal auf, ja. Dass das hier ein bisschen rauszieht. So. Jetzt erklären Sie mal bitte mal, was hier abgelaufen ist. Sie haben jetzt erfahren, dass kein Termin gemacht wurde, beziehungsweise dass Ihr Bräutigam nicht vor Ort ist. Ja, es tut mir leid, ich habe keinen Termin. Ich stelle mich mal zwischen die Parteien. Ja, bitte. Ja, ist ja gerade schon eskaliert. Es tut mir leid, warum schlagen Sie auf mich ein? Ich habe Ihnen doch nichts getan. Ja, aber mein Freund müsste normalerweise hier sein. Da kann ich doch nichts für. Wenn ich keinen Termin gemacht bekomme, dann kann ich Ihnen keine Hochzeit ausrichten. Tut mir leid, dann brauchen Sie mich. Du kannst doch nicht einfach so auf die Dame einschlagen. Vielleicht hast du doch mal versucht, den Björn anzurufen. Vielleicht ist er auch ein Missverständnis. Ja, ich habe ihn schon zweimal versucht anzurufen, aber er geht nicht an sein Handy. Ich versuche es die ganze Zeit. Der Bräutigam ist nicht erreichbar. Da es um einen nicht eingehaltenen Termin geht, ist dies kein Fall mehr für die Polizei. Doch das soll sich gleich schlagartig ändern. Dann ist das für heute wahrscheinlich erstmal gelaufen. Also wir haben jetzt keine andere Möglichkeit. Oder ich weiß nicht, was du da noch siehst, Erik. Nee, tut mir leid. Also, ja, wie mein Kollege das gesagt hat, also... Aber das sollte doch mein schönster Tag... Ja. Ist das Björn? Ja. Und? Wo ist er? Ich hab verschlafen. Er hat mir eine Sprachnotiz geschickt. Ja, dann. Anna, pass auf, ich konnte nicht kommen. Ich wurde überfallen und bin verletzt. Komm bloß nicht in die Wohnung. Ich glaube, die Angreifer sind noch da. Ich melde mich wieder, sobald ich kann. Was? Oh mein Gott. Wo wohnt er denn? Bärenratter. Hallo, Bärenratterstraße. Kannst du das nochmal abspielen, bitte? Ja. Das ist nochmal, ja. Anna, pass auf, ich konnte nicht kommen. Ich wurde überfallen und bin verletzt. Komm bloß nicht in die Wohnung. Ich glaube, die Angreifer sind noch da. Ich melde mich wieder, sobald ich kann. Bärenratterstraße, Hausnummer? 3. Mein Gott, du bist so verwirrt. Ja. Nachdem Paul Richter die Leitstelle über die dramatische Entwicklung in Kenntnis gesetzt hat, fahren die Beamten auf schnellstem Weg zur Wohnung des Mannes. Die Polizisten gehen davon aus, dass sich die Täter noch vor Ort aufhalten. Es gilt Alarmstufe Rot. Sind Sie über Schmarrohr hier? Schmarrohr, sagt Ihnen was? Ja. Okay. Sind Sie aus der Wohnung gerade gekommen? Ja, wir wohnen hier zusammen. Sind Sie allein zu Hause? Ja. Darf ich bitte wissen? Hallo. Ja, wir haben eine Mitteilung von Ihrem Mann bekommen über ein Mobiltelefon. Gut, die Damen, bleiben Sie mal zurück gerade. Noch nicht weitergehen. Wer bist du denn? Wir haben eine Mitteilung bekommen von Ihrem Mann, dass hier Täter vor Ort waren, dass er gefangen gehalten wird bzw. überfallen wurde. Wissen Sie davon einmal? Nein, aber kommen Sie wer bist du denn? Was machst du in der Wohnung von meinem Verlobten? Kennen Sie sich nicht? Da muss ein Irrtum vorliegen. Also ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Also? Jörg Schwaler ist mein Verlobter. Wer bist du? Nein, also das ist mein Freund. Wir sind... Das kann nicht dein Freund sein. Wir sind seit 2 Jahren zusammen und... Das ist die Wohnung von Herrn Schmarrohr. Ja, genau. Wir wohnen seit 2 Wochen. Etwa 2 Wochen hier. Was bist du denn für eine Schande? Das ist mein Verlobter. Ja, wenn Sie sagt, die wohnt seit 2 Wochen hier, scheint er denn nicht ganz so richtig zu stimmen, oder wie sehe ich das jetzt? Ja, aber irgendwas muss ja der Fall sein. Ja, weiß ich nicht. Da muss auf jeden Fall ein Irrtum vorliegen. Du bist ein richtiges Mischding. Hallo. Lassen Sie das bitte sagen. Das ist mein Freund. Anna, jetzt beruhig dich doch erst einmal. Vielleicht ist da ja wirklich ein großes Missverständnis. Wo ist das denn ein Missverständnis? Sie ist bei ihm in der Wohnung. Ja. Sekunde mal, warte mal. Sind Sie allein in der Wohnung oder ist noch jemand drin? Also Björn ist jetzt gerade nicht zu Hause. Dürfen wir kurz mal reinkommen, gucken? Was macht ihr? Ob alles in Ordnung ist. Also aufgrund der Meldung. Ich ziehe mir kurz einen Handschuh. Gerne. Ja. Während sich die junge Frau anzieht, kontrollieren die Beamten, ob sich tatsächlich niemand in der Wohnung aufhält. Polizeioberkommissar Paul Richter steht vor einem Rätsel. Wir kommen nicht so richtig dahinter. Also wie gesagt, die junge Dame, die jetzt gerade versucht hat, Ihnen da das Badetuch zu entreißen, war wohl mit dem Herrn Schmarrohr am Standesamt verabredet, um heute zu heiraten. Also das ist
ist nicht möglich. Wie lange sind Sie denn schon hier? Sie sagen, Sie wohnen seit 14 Tagen hier? Ja, seit etwa 2 Wochen. Plus, minus. Also wie gesagt, wir haben eine Sprachnachricht bekommen, die junge Dame, von dem Herrn Schmalohr, Björn. Das ist richtig, ne? Wenn ich das einen falschen habe, ja. So ist der Name. Er wäre nicht zur Hochzeit erschienen, weil er überfallen wurde und wahrscheinlich noch Täter in der Wohnung sein. Ja, das Dilemma an der ganzen Sache ist, hier ist ja keiner. Also ich werfe mal so eine Frage zwischendurch ein. Wie lange sind Sie denn schon zusammen mit dem Herrn Schmalohr? Ja, 2, 3 Jahren. Also das war auch alles in Ordnung. Sie sagst doch auch, dass ich schon länger mit ihm zusammen bin. Ich habe da auch nichts mitbekommen. Lief die Beziehung denn einwandfrei oder haben Sie irgendwie gemerkt, dass da vielleicht irgendwie... Gut, er war vielleicht mal einen Abend weg, aber das ist ja auch normal. Ja. Ja. Alles Schlimmes. Gut. Okay, ich spreche mal die Damen draußen an. Ja. Hallo? Ganz locker. Warte, ganz locker. Ihr habt Kinderwagen auf mich geworfen. Ja, ich sehe es. Pass auf, kriegen Sie den Fuß da raus, versuchen Sie mal. Sind Sie der Herr Schmalohr, ne? Ja, ja. Können Sie aufstehen? Ja, ich denke es. Dann versuchen Sie halt mal. Ich hoffe, der Kollege. Wir dürfen einfach einen Kinderwagen auf mich, ey. Okay, warte mal locker. Herr Schmalohr, was ist los? Keine Ahnung, sie ist einfach runtergestürmt, irre, und hat einfach einen Kinderwagen auf mich geworfen. Ich bin irre, wer ist die Perle bei dir oben in der Wohnung? Anna, verarscht. Okay, Kinder, war ganz kurz. Nein, nichts, Anna. Guten Abend, hallo. Wir gehen einmal hoch in die Wohnung, bitte. Würden Sie bitte mit Ihrer Frau oder wem auch immer, gehen Sie einmal hoch. Ob der Mann tatsächlich ein Doppelleben geführt hat oder ob es sich bei der Braut um eine verrückte Stalkerin handelt, kommt jetzt ans Licht. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer die Person ist. Ich bin einfach nach Feierabend hier reingekommen, ganz normal, und auf einmal kommt die Irre mir entgegen und wirft mir einen Kinderwagen voll. Ja, die sagt, sie wäre mit Ihnen zur Trauung verabredet. Er sagt, er kennt die Frau nicht. Er ist nicht irre. Sie wohnen hier nicht. So, er sagt, er kennt sie nicht. Kann das sein? Ach, du kennst mich nicht. Du kennst mich nicht? Bist du dir sicher? Wir haben uns durch den Internet kennengelernt. Wie oft haben wir miteinander gefühlt? Was redest du denn nicht? Okay. Tu mir mal einen Gefallen, steh mal auf. Steh auf. Warum denn? Ich zeig ihm was. Ich kann es beweisen, dass wir was miteinander haben. Was denn? Sagen Sie mal, was Sie vorhaben. Er hat auf der rechten Seite einen Leberfleck. Auf, ja. Das ist jetzt nicht wahr. Hallo, Leberfleck. Hey, was machst du da? Hallo, Leberfleck. Leberfleck, bitteschön. Verarschst du uns die ganze Zeit? Okay. Es tut mir leid. Du kannst gleich... Tut dir leid? Es tut mir leid, bitte, Schatz. Raus. Ja, ich hatte eine Affäre mit ihr, aber... Keine Ahnung. Eine Affäre ist ja ein bisschen was anderes. Du hast mich noch mal stehen lassen. Ich stand da wie blöd. Ja, wie gesagt, sie war nur eine Affäre, wirklich. Ich wollte sie einfach, mir wurde alles zu viel und ich wollte sie loswerden. Und keine Ahnung, dann habe ich halt die Hochzeit vorgetäuscht. Und also, mal ganz kurz. Aber es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen oder... Das war wirklich nur ein Ausflug. Ja, aber mich oder was? Ich stehe hier in ein scheiß Brautkleid, weil du mich hast stehen lassen. Und dann erfahre ich, dass du noch eine Freundin hast? Verarschst du mich gerade? Herr Schmalohr, hören Sie mal zu. Aufgrund der Sprachnachricht, die Sie da abgesetzt haben. Ja. Sie wissen, worum es geht, ne? Ja. So, sind wir nämlich hier auch in Erscheinung getreten. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn wir das bei der Leitstelle anmelden, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um schwere Straftatbestände handelt, weswegen wir hier hinfahren, dann sind Sie jetzt mit, zumindest bei unserem Boot, wegen Vortäuschen einer Straftat. So, und zwar ist das in diesem Fall auch nicht ganz ohne. So wie ich verstanden habe, hat der Kollege gerade schon weitere Einsatzmittel abgeblasen. Das heißt aber, normalerweise wäre hier die Bude voller Polizeibeamter. Auch seine langjährige Freundin hat sich umgehend von dem untreuen Mann getrennt und ihn aus der Wohnung geworfen.